Die österreichische Judo-Bundesliga meldet sich aus der Sommerpause zurück. Drei Runden stehen im Herbst noch auf dem Programm, ehe dann Ende November mit dem bereits traditionellen Final Four die Meistermannschaft des Jahres 2014 gekürt wird. Der Kampf um die Final Four-Tickets ist bereits voll entbrannt. Zwei Teams, die sich noch berechtigte Hoffnungen auf ein solches Ticket machen dürfen, stehen sich in der heutigen ORF Sport Plus Begegnung gegenüber. Es sind dies die gastgebenden Café Plus Co. Vienna Samurais, die aktuell Platz 5 innehaben, und die um einen Platz besser klassierten Judokas der SU Noricum Leibniz. Für beide Teams geht es in diesem Duell also bereits um einiges. Dementsprechend groß ist auch die Anspannung. Heute geht es um alles, das ist richtig. Ja. Die Gäste sind auch gekommen mit einer sehr starken Mannschaft und haben in der Gewichtsklasse, wo wir unsere starken Leute haben, unsere starken Österreicher haben, haben sie sehr starke Ausländer geholt. Und das schaut eher für die Leibnizer aus. Also die Favoritenrolle möchte ich von mir weisen und musste den Leibnizern zuschieben. Auch Hubert Rohrauer, der Trainer von Ludwig Peischer, freut sich auf ein spannendes Duell. Eins ist immer klar, da treffen zwei komplett ausgeglichene Mannschaften aufeinander. Samurai hat uns in den letzten zwei Jahren ein bisschen überholt. Ich glaube, wir haben aufgeholt. Wir sind momentan zwei Punkte vor Samurai. Das sagt nichts, die Liga ist ganz eng. Ich glaube, momentan ist erst ein Verein fix qualifiziert. Es sind noch drei Runden zum Kämpfen. Unser Ziel ist es heute, einen Punkt zu machen. Mit einem Punkt könnten wir wirklich sehr gut leben. Es wird eine ganz spannende, enge Partie. Und ich glaube, dass es heute die Mannschaft entscheiden wird, die einfach die besseren österreichischen Sportler in der besseren Tagesverfassung heute hat. Und es wird eine enge Geschichte, schauen wir es uns an. Also wir können auch mit einer Niederlage noch leben. Es ist eine ganz enge Geschichte heuer. Und es sind so viele spannende Kämpfe noch in den letzten drei Runden. Es wird, man kann nichts sagen. Wir schauen einmal auf uns. Wir konzentrieren uns in dieser Runde nur auf uns. Wir schauen nicht auf die anderen und schauen wir mal, was rauskommt. Es wird eng. Es wird ein enges Duell, so lautet also die Voraussage der beiden Trainer. Zum Auftakt stehen sich in der Klasse bis 60 Kilogramm der Samurai Bartek Garbacik im weißen Judogi und der Leibnizer Manuel Hödl in Blau gegenüber. Der Pole natürlich klar in der Favoritenrolle. Und der Kampf ist auch schon entschieden, ein unerlaubter Beingriff von Manuel Hödl. Und somit gehen die Wiener Samurais nach gerade einmal 19 Sekunden mit 1:0 in Führung. Mit dem Ungarn Benes Czambori schicken die Hausherren dann in der Klasse bis 66 Kilogramm den bereits zweiten Legionär in ihren Reihen auf die Matte. Der 25-jährige ehemalige U23-Europameister trifft auf den jungen Jonathan García Castillo. Ein ungleicher Kampf, den der Ungar mit dieser schönen Aktion nach 27 Sekunden auch schon zu seinen Gunsten beenden kann. Im dritten Kampf des Tages stehen sich dann Christian Stadelbauer, ein 25-jähriger Feuerwehrmann, und Dominik Lang gegenüber. Es ist dies ein Kampf, der erstmals nicht gleich in den ersten Sekunden entschieden wird, sondern es ist ein offener Schlagabtausch, zumindest in den ersten beiden Minuten. Dann scheint dieser Kampf aber auch schon fast zu Ende zu sein, denn nachdem die Fans hier einen Ippon gesehen haben wollen, gibt's vom Kampfrichter allerdings nur eine Vasari-Wertung und damit fällt die Entscheidung etwas später zugunsten von Dominik Lang. Eine vierte Bestrafung von Christian Stadelbauer bringt die Entscheidung, Disqualifikation, und damit verkürzen die Leibnizer auf 1:2. In der Klasse bis 81 Kilogramm sind die Zuschauer in Gerersdorf dann mit dem 18-jährigen Marco Bubania, einen Mann für die Samurais, auf der Matte stehen, der erst vor wenigen Wochen bei den Olympischen Jugendspielen in China eine Bronzemedaille gewonnen hat. Sein Gegenüber ist mit Srdjan Mrvaljevic allerdings ebenfalls kein unbeschriebenes Blatt, hat der 30-jährige doch schon eine WM-Silbermedaille zu Buche stehen. Allerdings verliert er diesen Kampf gegen Bubania. 20 Sekunden vor dem Ende kann Bubania hier diesen Kampf für sich entscheiden. Eine Wahnsinnsleistung
vom wohl größten heimischen Nachwuchstalent. In der Klasse bis 90 Kilogramm stehen sich Christian Zacher und der Serbe Alexandra Kukol hier gegenüber. Und der zweite Legionär der Steirer macht seine Sache um einiges besser. Er gewinnt den Kampf nach gerade einmal 22 Sekunden mit Epon. Hier noch einmal in der Wiederholung, wunderschön gemacht vom Serben. Keine Chance für Christian Zacher. Wir sind damit bereits in der Klasse bis 100 Kilogramm, wo Christoph Radlherr im weißen Chudogi für die Café Plus Co. Vienna Samurais auf Philipp Ackerl trifft. Und der 27-jährige Steirer geht auch gleich mit einer Vasari-Wertung in Führung. Und nur wenig später kann er diesen Kampf dann auch mit Ippon vorzeitig beenden. Damit steht es im Duell nach 6 Kämpfen 3:3 unentschieden. Die Entscheidung, welches Team als führendes in die Pause geht, fällt damit im Kampf der schweren Gewichtsklasse zwischen Clemens Brenten auf Seiten der Samurais und Martin Bertagnoli auf Seiten der Leibnizer. Und wie schon die 6 Kämpfe davor, geht auch dieser Kampf nicht über die volle Kampfzeit von 5 Minuten. Nach etwas mehr als 2 Minuten kann hier Clemens Brentner nämlich die Entscheidung, die vorzeitige, herbeiführen. Er gewinnt mit Ippon und bringt seine Café Plus Co. Vienna Samurais damit mit 4:3 in Führung. Hier noch einmal in der Wiederholung, schön eingehakt, keine Chance für den Leibnizer Martin Bertagnoli. Ja, also wir liegen halt knapp in Führung, sehr knapp mit einem Punkt. Aber es gibt einen zweiten Durchgang auch und da kann sich natürlich alles wieder drehen auch. Ich hoffe natürlich, dass in der 73-Klasse der Bernie Weißsteiner seinen Punkt machen kann. Und auch in den oberen Gewichtsklassen haben wir eine kleine Umstellung gemacht. Und da hoffen wir auch, dass sich das positiv auswirkt. Aber sensationell natürlich der Marco gegen den Vize-Weltmeister aus dem Jahr 2011. Und es ist wirklich ganz toll, was der Bursche schafft da in der Mannschaft noch. Ja, wir haben selber vergeigt. Das darf einmal aus Riedern verlieren. Die haben heute ein bisschen eine schwierige Anreise gehabt. Der hat Gewicht gemacht. Der war heute lang unterwegs, ist kurz vorher gekommen. Schade, dass das Riedern heute einmal einen ganz schlechten Tag erwischt hat. Das ist okay. Wir sind eine Mannschaft, wir sind 4:3 hinten. Wir gehen auf ein 7:7. Und ich glaube, es wird ein 7:7 werden. Mit dieser klaren Vorgabe im Gepäck gehen also die Leibnizer in die zweite Runde und da trifft der Steirer Manuel Hödl in der Klasse bis 60 Kilogramm erneut auf den polnischen Legionär der Samurais Bartek Garbaczyk. Diesmal kann Hödl den Polen auch länger Paroli bieten. Ein schöner Konter des Polen bringt aber erneut die Entscheidung zugunsten der Samurais. Auch in der Klasse bis 66 Kilogramm stehen sich mit dem Ungarn Benes Szombori und Jonathan García Castillo jene beiden Judokas gegenüber, die schon in der Hinrunde aufeinander getroffen sind. Nach gerade einmal 30 Sekunden führt Szombori dann auch schon wieder mit einer Vasari-Wertung. Nach einer Minute dann die Entscheidung zugunsten Szomboris, er bringt die Hausherren damit ganz klar mit 6:3 in Führung. Schön gemacht vom Ungarn. Und damit sind die Vienna Samurais klar auf Siegeskurs. Einen neuen Mann schicken die Samurais mit Bernhard Weißsteiner dann in der Klasse bis 73 Kilogramm auf die Matte. Sein Gegenüber ist Dominik Lang. Und wie schon in Runde 1 gegen Christian Stadelbauer kann Lang auch diesen Kampf für sich entscheiden. Und zwar im Bodenkampf mit einem Festhaltegriff. Bernhard Weißsteiner kann sich hier nicht mehr befreien und damit gibt's den ersten Punkt in dieser Rückrunde für Leibniz. 4:6, der neue Stand aus Sicht der Leibnizer. Nach dem sensationellen Sieg von Jugend-Olympiamedaillengewinner Marco Bubania in der Hinrunde gegen den WM-Silbermedaillengewinner Mrval Jevic schickt Leibniz-Coach Wiesner nun Thomas Ackerl auf die Matte. Bubania kann zwar relativ schnell mit Juko in Führung gehen,
Der 25-jährige Acker lässt sich davon aber nicht beeindrucken und kann die österreichische Nachwuchshoffnung dann auch mit Ippon besiegen. Ein wunderschöner Angriff von Acker, der hier Bubania überrascht. Und damit ist der Vorsprung der Samurais schon wieder auf einen Punkt zusammengeschrumpft. Mit dem serbischen WM-Silbermedaillengewinner Sridran Rivaljevic haben die Steirer in der Klasse bis 90 Kilogramm nun aber erneut einen Trumpf in der Hand. Sein Kontrahent ist Sascha Kuba. Angefeuert von den Fans kann sich Kuba zwar wacker schlagen gegen den WM-Silbermedaillengewinner. Wertung will ihm aber zunächst auch keine gewinnen. Die Entscheidung fällt dann nur wenige Sekunden vor dem Ende zugunsten des Serben. Und zwar wird er zum vierten Mal mit Judo bestraft und damit disqualifiziert. In der Klasse bis 100 Kilogramm trifft Christian Zacher im weißen Judogi dann auf Martin Bertagnoli. Zacher kann hier auch eine Wertung erzielen und zwar geht er mit Yuko in Führung. Eine Führung, die er auch über die Zeit rettet und damit führen die Samurais bereits mit 7:6. Die Entscheidung fällt damit im letzten Kampf und zwar in der Klasse über 100 Kilogramm zwischen Clemens Brentner und dem serbischen Legionär auf Seiten der Leibnizer Aleksandra Kujol. Kujol, der damit zwei Klassen höher kämpft als in der Hinrunde, spielt gegen Brentner seine Routine aus, gewinnt diesen Kampf hier vorzeitig durch Ippon und sichert den Steirern damit das 7:7 Remis. Wir haben 8 Punkte, wir haben noch 2 Kämpfe, wir haben einen überlegenen Tabellenführer auswärts, Galaxy, und wir haben in der Böllen letzten mit 0 Punkten Skier da zu Hause, in der letzten Runde. Wir haben eine gute Unterbewertung. Wir haben sicher am 8. November 400 Leute in der Halle. Wir wollen so hoch wie möglich gewinnen und dann sind wir im Final Four und das passt. Und ich habe gesagt, wir machen heute X. Es war zuerst unglücklich, dann Glück und dann wieder unglücklich. Aber ich glaube, der Leo Korner hat eine super tolle junge Mannschaft, das hat man gesehen. Unsere Legionäre oder das Riedern hat halt wirklich einen blöden, schlechten Tag erwischt. Kann passieren. Wir haben gewusst, der Marco Bubania, das ist das Jahrhunderttalent im Judo in Österreich, aber gerade wenn er so einen guten Mann schlägt, ist er anfällig für Fehler. Und wir haben auf das hinzählt und der Akel Thomas hat seinen Job gemacht. Und das war perfekt. Und der Akel Thomas ist heute der Matchwinner. Leibniz ist also auf dem Weg ins Final Four, aber auch die Samurais können mit dieser Punkteteilung ganz gut leben. Eigentlich super angefangen, im ersten Durchgang und dann den zweiten Durchgang, ja, teilweise selber verschüssen, teilweise waren es die Kampfrichter, also kann nicht sagen, ja. Aber selbst versagt, also ich will nicht wem beschuldigen, wir waren selber zu blöd dazu. Mit diesem spannenden Duell wurde also der Herbstdurchgang der Judo-Bundesliga eingeläutet. Die weiteren Ergebnisse dieser 7. Runde sehen Sie hier im Überblick. In der Tabelle liegen weiterhin die titelverteidigenden Galaxy Tigers in Front. Leibniz ist auf Platz 3 nach vorgerückt. Die Samurais liegen nur einen Punkt hinter Flachgau auf Platz 5, womit der Kampf um die Final-Four-Tickets weiterhin spannend bleibt.